Bevor wir die Zeit überbrücken zum Supercup Female, den es vielleicht in der nächsten Saison gibt, haben wir hier zu Gast bei uns auf der Stage drei von Le Sol. Großer Applaus für Le Sol, der wohl bekannteste Counter-Strike Female Gaming Clan. Langes Wort. Hallo, hallo, hallo. Und mit ihnen haben wir haben uns gedacht, ja, wir tun euch zwei Sachen gut. Einmal, wir bringen die Mädels hier on stage und dann schmeißen wir dazu einfach noch ein paar T-Shirts, oder? Wie ist das? Ja? Und die T-Shirts? Ja. Siehste. So. Und Keyholder und jede Menge andere Sachen. So. Du hast ein Mikrofon, yes, you have the mic. Who wants to talk? Aurora wants to talk. Die Gaming-Ikone Aurora. You're one of the most popular female gaming girls. What are you doing here in CeBIT? On Games Convention, sorry. Yeah, at the Games Convention, actually, we're just doing a little bit of a promotion for Sennheiser and the new headset, the PC350. So make sure you go around the corner and take a look at it. So the new PC350, PC350, ich kenne noch PC160. PC166 is the one I have, yeah? It's pretty good. Yeah, but yes. this one's a little different. You know, it's a circumoral. It's a closed headset, so it's totally different from what we've made before. So. So did your gameplay get better with the headset? Sorry. Did your gameplay get better? Did your gameplay improve with the headset? Of course. Of course. I think it's more developed for the situation that you're in. If you're at a LAN or somewhere where it's really noisy, like here, then it's perfect. Yeah. Yeah, it's perfect for that. Also, es gibt ein neues Headset, und zwar das PC350. Wir werden das auftreiben, nur für euch und natürlich auch verlosen. Das alles hoffe ich mal um 17 Uhr. Und wenn ich bis dahin eins aufgetrieben kriege, ich hoffe es mal. Ansonsten im Laufe der nächsten Tage werden wir sicher das ein oder andere Headset haben. Ansonsten haben wir hier sehr, sehr schöne Gimmicks für euch. Und wir haben hier ein Headset, welches wir raushauen wollen und vorher aber noch unterschreiben wollen. Das ist ein... What kind of headset is this? It's the... PC166, USB. PC166 mit USB-Anschluss, integrierter Soundkarte, alles drin. Da geht einiges. Ja, N1, genau, das N1-Headset, N1-One-Headset. So, das werden wir jetzt einfach mal unterschreiben. We're gonna sign this headset, or you're gonna sign this headset. We're gonna sign it, Und dann werden wir, you can throw those when you want. Yeah. Dann haben wir noch hier ein paar Garnias. Die haben wir nämlich noch gar nicht rausgeschmissen. Ja. Eins kriegt der Andreas Genski, ne? Eins für den Andreas Genski. So, wer braucht ein neues Headset? Ich hab ihren Stift geklaut vorhin, das weiß ich noch. For this one it's okay, right? So, bitteschön. Well. Ja. So. So. Ja, einfach schmeißen, ja, einfach schmeißen. Schau mich an. Was? You can throw, of course you can throw, of course you can, yes you can. Ja, dann gibst du mir wieder zurück, wenn du nicht willst. Ja? Ja? Herzlich willkommen zurück. Und nachdem wir jetzt ein sehr spannendes Counter-Strike-Match hatten, kommen wir zu einem Strategiespiel. Und zwar zu Command & Conquer 3. Wer von euch weiß denn, wie der Bösewicht bei Command & Conquer heißt? Okay, genau. Und wir haben uns gedacht, den sieht man ja so oft im Spiel, dann laden wir ihn doch einfach mal ein und ich würde sagen, herzlich willkommen, Kane aka Joe Kuken. Herzlich willkommen. Welcome, Joe. Thank you, thank you. Thanks, everybody. Hi, nice to see you all. Thanks for coming out. You seem so nice, although you're the evil guy in the game. Absolutely not true. Ask anyone who works for EA. I am a rat bastard. And I don't think everybody knows that you're an actor. And No, I really am Kane. That's how I live my life. They just follow me around with a camera, and it's reality TV. That's well, you've acted since you were about 10, and you've done theater, you've done a lot of stuff, and then all of a sudden you went into video games, which is, well, not the usual route you take. So what made you choose the Command & Conquer series? I don't know that I chose the Command & Conquer series, it sort of chose me. I was working for a theater company for a long time as a director and an actor. When computer games first went to CD-ROM, they needed actors to do voiceover work. So I went in and did some of the voiceover work and some of the voiceover directing
And as the industry started to evolve, it looked like the dramatic assets were going to evolve along the same lines, and I just evolved right along with it. Are you being recognized on the street? Do people come up to you and say, hey, you're Kane from Command & Conquer? I do get recognized from time to time. It's always very flattering. Sometimes people think I'm Tiger Woods, which I think is odd. But well, you look exactly like Kane. I mean, probably people can think that you shave your head just to look like him, but you do it, and you said it once in an interview that it was the best thing you did in your life. Really? Yeah. Is that true? I mean, in what way can shaving your head be the best thing that happened to you? Well, shaving my head's the best thing that happened to me because it led to being able to shave my back, which comes in very useful during the summer times when I go to the beach, because I was very afraid of razors for a long time. But once I got over the scariness of razors, I could shave my back and my legs, which are actually very smooth and silky. You want it? I don't think we need to see them, but we're going to take your word for it. Anyway, for the third part, for To Be in Wars, you just had an acting role. Before, you were the director. You were in charge of directing all the scenes. In what way was that different? It's hard to not be the boss, I have to say. I'm a huge egomaniac, and it was... The process that you go through as an actor is completely different from the process you go through as a director. The things that you think about, the items that you have to keep in mind as a director are different from being an actor. So making that transition was kind of hard. Plus, I was used to always being able to take as many takes as I want until I thought I looked cool enough, or I looked smart enough, or I looked, you know, nasty enough. I couldn't always do that this last time. In what way is it different to have direct cut scenes in comparison to maybe a theatrical play? Well, plays are different altogether, but the cutscenes, the work in a video game are shot exactly the same way that you shoot a movie or a TV show. We use the same cameras, we use the same sets for the most part, the same sort of crew, the same sort of material, so in that way it's very much the same. Working in theater is much, much different. It's an entirely different process, an entirely different way of thinking. And you have actors who are trained to work over the course of an hour as opposed to doing things in two-minute bursts. Have you considered maybe doing a play about Command & Conquer? You know, I still do theater in my home in Las Vegas from time to time. I don't know how well a theater version of Command & Conquer would go over because there'd be too much bloodshed and all those people dripping from Tiberium sores. I don't know how popular it would be. All right, so maybe not suited for theater? Not suited for theater. But there is a new feature. It's called Command & Conquer TV. It's a Battlecast TV. Your face can be seen in there. So what is your role in that? It's going to be in the website of Command & Conquer, and what exactly are you going to do in there? You know, it'll be a surprise to me, too. They're still developing the direction that wants to go in. I assume that I'll make some appearances from time to time. I hope to. I really enjoy any opportunity I can to get out and see fans, and obviously I like to talk, so any opportunity to get on screen and talk, I'm looking forward to it. And when you did the Command & Conquer stuff, it was all done in front of a green screen, right? Not all of it, no. The very first Command & Conquer was, the majority of it, yes, was done in front of a green screen. And then in Tiberium Sun, the second in the series, we actually had three sets going. We had a live set for the Montauk and the Philadelphia, we had a set, and then a lot of the briefings were done on green screen. So we really used as much of the technology as we could. Green screen acting is kind of tough. You're not reacting to the things around you. You're forced to imagine what they are behind you, and actors are still having a hard time getting comfortable with that process. Okay, we're going to see you in the add-on as an actor, I believe. Yes, you will see me in the add-on, yeah. They call the damn thing Kane's Wrath. I hope they're going to put me in it. Yeah, you definitely need to be in there. I signed a contract, so I hope so. Is there anything you'd say is very special about the Command & Conquer universe? I mean, you've acted so much in it that there's got to be something to say. This is the most interesting part. Yeah, that's an easy one. This is the most interesting part. The most interesting part to me has always been the loyalty of the fans, just the sheer number of people that seem to have really held on to the game for, it's been out for 15 years now, and the fact that so many people still remember the original feeling of the very first game and still enjoy the game franchise itself, they're the ones that make it special and popular. All of those will have a hard time imagining you as Kane now that you've been so nice and you're going to be on screen, the evil guy again. Anyway, I thank you for being here. It was a pleasure having you. Thank you. Is there anything you'd like to say to the fans in Germany? I wish I spoke better German. That's all I... No, I don't. Thank you very much for coming out. I truly appreciate it. Big round of applause for Joe Kuchen, a.k.a. Kane. Thank you. Thanks for being here.
Und, actually, really quick, I would like to say, if you see me on the floor, I will. I'll be around at the game show for the next couple days. If you see me on the floor, please come up and say hi. I'm more than happy to take pictures and sign autographs. I don't have any time right now. They're rushing me from place to place. But please don't be afraid to come up and say hello. I'd love to meet everybody. Thank you. Okay, and we have some merchandise that we're going to give out right afterwards. But now I'm going to give back to Mark and Dennis for Walker 3. Thanks. Herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen in Halle 3 in der ESL Inter Arena. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind ja mitten im Supercup. Haben wir erstmal ein schönes WC3-Match gesehen. Das geht auch wieder den Kongress noch ein bisschen weiter. Und Counter-Strike werden wir später auch sehen. Ist jemand für Counter-Strike hier?
Einer für Counter-Strike? Ja, oh ja. Counter-Strike ist eine ganze Menge heute. Wir nehmen uns jetzt aber ein bisschen Zeit für ein ernsteres Thema. Hand in Hand for Children. Und dort haben wir zu Gast auf der Bühne zum einen eine Grande Dame der deutschen Schauspielerei, der deutschen Schauspielkunst. Sie ist mehrfach preisgekrönt. Sie hat gespielt von der Staatsanwältin bis zur Gefängnisinsasserin. Sie hat gespielt von Krankenschwesterin bis zur Alkoholikerin, alles. Sie ist bekannt durch Tatort beispielsweise und sehr, sehr viele Filme. Susan von Borsody. Großer Applaus mit ihr zusammen, Alexander T. Müller. Es ist mir eine Ehre, dich auf der Bühne zu haben. Danke dir, Nick. Alexander Müller kennt jetzt nicht alle von SK. Es geht hier aber nicht um SK, es geht hier weniger um... um eine Games Convention, ums Computerspielen, sondern es geht hier um ein sehr, sehr ernstes Thema und da bist du die Schirmherrin. Ja, es gibt einen kleinen Verein, der nennt sich Hand in Hand for Children. Den gibt es schon sehr lange. Es sind 8 Menschen, die da dieses Ding ins Leben gerufen haben. Ich halte das Schirmchen über Namibia, über die ärmsten Kinder der Armen, die wenig zu spielen haben und wenn sich ihre Spielsachen selber basteln aus unserem Müll. Und wir haben vor 3 Jahren angefangen, eine Suppenküche in Namibia zu eröffnen, in Windhoek, wo 350 Kinder jeden Tag einen Teller Suppe kriegen. Dann haben wir ein Krankenhaus aufgemacht in Zumkwe. Und jetzt im November wird eine neue Suppenküche bei Zumkwe eröffnet, wo 80 Kinder etwas zu essen kriegen. Das kostet 50 Euro für ein Jahr, ein Kind ein Jahr lang einen Teller Suppe zu gewährleisten. Dort gibt es auch noch eine Hütte, wo sie die Sachen, die man ihnen beibringt, anzupflanzen, zu verkaufen, also ein bisschen weiterzugehen, nämlich auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und ich finde es ganz wunderbar, hier zu sein und ich Alexander kennengelernt habe bei dem Lara Award, wo, ich meine es jetzt nicht despektierlich, die Kellerkinder auf den roten Teppich getroffen sind und auch ein bisschen mal diese Game-Gemeinschaft nach vorne zu bringen und zu sagen, hallo, wir sitzen nicht alle nur im Keller und denken an unsere Computerspiele, sondern wir gucken auch ein bisschen weiter raus. Ich glaube nämlich an eine gemeinsame Sprache, die da geht, oder Und dieses hat sich sofort bei Alexander eingestellt, der auf mich zugekommen ist und hat gesagt, was ihr da macht, gefällt mir. Man weiß nämlich, dass das Geld 1:1 dort ankommt. Und ich freue mich wirklich, dass das geklappt hat, nachdem wir uns getroffen haben, Alexander. Also was macht Alex jetzt an dieser Stelle? Alex ist der Chef von SK, unter anderem weltbekannt geworden mit dem SK Schweden Counter-Strike-Team, mit den Zwillingen in FIFA, aber auch mit Warcraft-Teams, mit Dota-Teams, mit World of Warcraft-Teams. Aber jetzt hier auf der Bühne mit Hand in Hand for Children. Was macht SK da? Ja, wie gesagt, wir haben uns in München kennengelernt. Susanne hat eine Rede gehalten, eine Laudatio, und hat dann später wurde eine Gitarre versteigert für Hand in Hand for Children. Wir haben das Ganze aufgegriffen und haben dann später im Gespräch, habe ich gesagt, wir würden das Ganze gerne in die Gaming-Community treiben, würden gerne zeigen, das gibt es. Neben der Welt, die wir alle kennen, Computer, Computerspiele, da gibt es noch was anderes. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Wir leben in einer sehr privilegierten Welt und wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass uns allen so ein bisschen die Scheuklappe genommen wird. Wir möchten aber auch aktiv helfen. Aktiv helfen in dem Sinne, wir haben unsere 10-Jahres-Feier im Moment. Das weiß ja so gut wie jeder, der mal bei uns auf der Webseite war in den letzten Monaten. Wir haben jetzt eine neue Kollektion mit Adidas erstellt, die 10-Jahres-Kollektion. Die beinhaltet Trikots und Hooder für die Spieler, und anstatt dort vorne unseren Hauptsponsor Intel zu präsentieren, haben wir Intel gefragt, ob sie bereit wären, diesen Platz abzutreten. Die Zustimmung kam sofort vom Management bei Intel, und wir wollten dort das Logo von charity.de, das ist die Webseite, alle mal draufgehen, das Logo von Hand in Hand for Children draufpacken, um eben damit weltweit auf den Turnieren, auf denen wir auftreten, darauf aufmerksam zu machen. Das jetzt hier ist quasi der Startpunkt. Wir haben Susanne gebeten, gefragt, ob sie die Zeit hat, hierher zu kommen und uns offiziell quasi die Verantwortung in Form der Trikots zu übergeben. Und Susanne hat sofort gesagt, klar, mache ich. Na, wenn mir jemand die Hand reicht, Hand in Hand for Children, was von Kindern, mein Gott, ich bin auch noch ein Kind. Mein ältester Spielfreund ist jetzt 65, ist auch noch ein Kind.
Also für jeden auch nochmal ganz wichtig, einfach mal auf die Seite gehen, handinhandforchildren.de oder auch charity.de ist die Seite. Und genau. Dort erfährt man sehr viel, wenn man selber sagt, okay, ich habe viel zu viel Taschengeld, vielleicht spende ich einfach mal ein bisschen was. Oder sich natürlich auch informieren kann darüber, was passiert da, wie kann ich mich da engagieren, wenn ich mich engagieren möchte und einfach mal Informationen sammeln. Genau. Ja. Also von unserer Seite aus, nur damit das erklärt ist, damit das auch jedem klar wird, wir machen drei Dinge. Wir werden bei uns auf der Seite charity.de fest mit einbinden, sodass ihr die Informationen auch dort findet. Ihr könnt dort drüber euren Beitrag leisten. Ihr könnt das aber auch auf einem anderen Wege machen. Ihr könnt sagen, ich finde SK eigentlich sowieso ganz sympathisch. Ich hole mir von den Jungs ein Trikot oder ein Hooder. Wir verdienen daran nichts. Alles, was an diesem Hooder oder Trikot verdient wird, geht direkt nach Afrika, nach Namibia. Das reichen wir quasi direkt weiter. Also ihr könnt das machen, wie ihr das wollt. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch ganz klar, ein Teil unserer Sponsoreinnahmen, die wir jedes Jahr verbuchen, geht auch garantiert in diese Aktionen rein. Darauf haben wir uns von Anfang an committed. Unsere Sponsoren werden da sicherlich noch die ein oder andere Summe drauflegen. Uns ist es einfach wichtig, dass da was passiert, dass das bei uns dokumentiert wird und dass wir alle, ihr vor allen Dingen, das Ganze mitbekommt und selbst eine Chance habt zu sagen, da sind wir dabei. Ja, dann schauen wir uns doch mal, wir haben das erste Trikot hier und das wird jetzt feierlich überreicht. Ich schaue mal, wo mein Aufnahmegerät das versteckt hat. Es müsste hier sein. Und wir haben natürlich auch Spieger am Start. Und jetzt haben wir von SK am Start die unglaubliche Frackmaschine Spawn und die Weltmeisterin im Female Counter-Strike, Christine. Großen Applaus für die beiden! Woo! Und ja, wir haben jetzt gerade keine Handfunk, wir werden sie aber natürlich später noch im Laufe der Zeit auf der Bühne haben. Jetzt werden wir erstmal das erste T-Shirt wirklich überreichen und wir schauen uns einfach mal an, wo der Sponsor Intel Platz gemacht hat und dann dafür das Handyhand for Children Logo hier hat. Und das ist das Original Spawn SK T-Shirt von Adidas. Und natürlich gibt es dasselbe auch noch für die Female-Spielerin in Counter-Strike. Ja, und das ist ja wohl ein Applaus wert, oder? Looks good. Die T-Shirts kann man dann auch bei euch erwerben. Diese T-Shirts sind bei uns im Shop ab in den nächsten Tagen käuflich zu haben. Vorbestellung nehmen wir gerne entgegen. Message auf der Seite reicht. Aber wie gesagt, geht einfach auf charity.de, steht unten drauf, findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Selbst wenn ihr uns nicht mögt, das ist nicht schlimm. Trotzdem spenden. Das hilft, denn das kommt an. Ihr habt das gerade eben gehört. 50 Euro, ein Kind, ein ganzes Jahr lang ernähren. Jetzt überlegt euch, wie viel Taschengeld ihr bekommt. 50 Euro für ein ganzes Jahr. Das ist verdammt wenig Geld für verdammt viel Hilfe. Außerdem sind die Eltern dann ein bisschen überzeugter, dass man auch was Gutes tut, wenn man vor dem Computer sitzt, oder? Genau, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Susanne. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank an die beiden Spieler. Sie werden das ganze Wochenende hier noch am Start sein und Counter-Strike spielen und für ein paar Autogramme natürlich auch noch am Start sein. Ein bisschen Deutsch kann er das Spawn. Also ich sehe es an seinen Augen, ein bisschen versteht er schon. Großer Applaus! Dankeschön! Unserem Lieblings-Uli Schulze! Uli Schulze, einen großen Applaus hier! Er zeigt euch jetzt UT3 und es ist ein richtig geiles Game. Und die Jungs haben auch was mitgebracht. Ich weiß nicht, wer das ist, aber... Ja, Mark Rain is with us. I brought a towel today. Okay, just a second. Ich begrüße an der Stelle alle, die über 18 sind, weil alle, die noch nicht 18 sind, müssen wir dann an dieser Stelle kurz den Raum verlassen, denn UT3 ist nur für volljährige Zuschauer. Also, wer 16 oder 17 oder gar noch jünger ist, sollte eigentlich nicht, der geht an der Stelle bitte. Mark Rain, welcome. Hi. Once again, Vice President of Epic Games, and you'll be presenting UT3 once again today. Yep, Unreal Tournament 3. I have some signed posters here. Yeah, it's very nice. So after we're done, we can hand out the posters. Do you want to sit down? Or, okay. We're going to see a presentation. So Cindy's going to play a bit. Just in a nutshell, what is UT3? If somebody's here who doesn't have a clue, just a few sentences, what is that game about? Well, I hope there's nobody here who doesn't have a clue what Unreal Tournament 3 is. It's a high-action game that's a great single-player and multiplayer game with the best AI in the business and great weapons and great vehicles and amazing locations and fun game types.
Okay, I think that's enough for an introduction. We will have the game on screen, so you can show us live what exactly you can do. Can we turn all the lights down, make it really dark? Turn the lights down once again? All of them. Those blue lights, too. Turn those off. And the red lights. Turn those off. All right. All the lights down, off, off. Come on. The ones above us still need to be tuned down. Because we can't see anything. He's on a hoverboard right now. What exactly is that? It's kind of like surfing in-game. All right. Let's stand up. And So Sydney is riding now on the hoverboard, which is new for Unreal Tournament 3. And the beautiful thing about the hoverboard is you can ride it almost like a skateboard. The hoverboard, when you're riding the hoverboard, you can carry a flag and you can carry an orb. And we'll see what the orb is soon. See some of the weapons already. That was the rocket launcher. Well, he's too busy dying. So the negative about the hoverboard is while you're on the hoverboard, you can't use a weapon. Red orb picked up. So this is one of the Necris vehicles here. This is called the Fury. And Sydney, show them the firing modes of the Fury. One of the greatest things about our game is that every weapon, every vehicle has multiple modes of firing. Right, so we only saw one mode. Where's the second mode of firing? Sydney, what's the second mode? He's being fired at right now. I don't think he can hear us. Sydney, second mode. There we go. Okay. So there's a lot of air combat. When I'm on the ground, can I fight this vehicle, or are the weapons just too weak for that? Oh gosh, no. We have the Avro, which is a anti-vehicle weapon. A flat cannon, obviously, is really powerful. Attack the east row node. Attack the center. Our bots are good. They give you a very strong contest. Oh, this is cool. This is a scavenger. So what he can do is he can roll it up into a ball, move much, much, much faster. And it has those little sharp bladed feet that come out and will kill somebody in proximity. It's also got that little orb up top. There you go. That's the little alien vehicle thing that kind of fights for you. In position. All the weapons have two firing modes? Yeah, some have more. Like, for instance, rockets now, we brought back the idea of grenades. So in addition to firing rockets one at a time, or firing rockets multiple times, you can also now toss a bunch of grenades as well. So sometimes there's multiple modes. There's the drunken rocket mode, there's the spread mode. So I think the rocket launcher has like five different ways it can fire. Look at our water. Isn't that beautiful? Explain a bit that the mode. Check it out. Yeah. So the Viper and a couple of vehicles can be used in kind of a kamikaze mode. So you notice that he ejected out of the vehicle and it flew towards the target and blew up. So the that one and I think the Scorpion, which is the fast-moving Axon vehicle, those can both be used as kind of kamikaze weapons. What mode is he playing here? What's that called? He's playing our new warfare mode, and the idea behind the warfare mode is that you have these nodes that are linked up. You're like connecting the dots, and you want to connect the dots between your base and the enemy's base. And once you have the last node that's connected to the enemy's node, you can now go and try and blow up their power core. But there are also other nodes. You notice there's a blue node at the top left, and there's another one in the middle. And these nodes they aren't linked up. They're not part of the network. But often associated with those nodes are extra weapons or an orb. And I'll explain what the orb is in a little bit, but there's extra weapons or there's an orb. All right, so Sydney, go on the hovercraft for a sec. I have the orb. So that's the orb. And the idea behind the orb is it helps you balance out the game a little bit and also creates a new game mechanic. The orb can instantly power up any given node. So you take that orb to an enemy node and it will take it over instantly. Or you take that node to this node and you notice it's even just in the proximity of the node, it's actually blinking and powering it up automatically. So, and if you have the orb, you cannot enter vehicles. You can just use the hoverboard. That's right. You can't enter a vehicle with the orb, and you can't enter a teleporter either. Most of the nodes have teleporters, so if you spawn at one node, you can quickly go to any other node that your team has already captured. So with the orb, he can basically take down this node instantly. There you see the orb riding up.
normally, so if you're behind, if your team's losing and you really, what you might want to do is basically work really hard to get the orbs, because then you can turn the tide of battle a lot quicker. And it also creates a new battle. Now there's battles for the orbs, and you can make a guy drop the orb, and the orb lies on the ground. It can be picked up for about 10 seconds. All right, so we have the warfare mode. We're playing against bots here, but obviously the main focus is to play against humans. Absolutely. Well, no, I'm not sure that's true, because most of our players that play the game play single player. I mean, they're playing multiplayer style of game, but they're playing against our bots. I mean, that, when we look at the online stats, it's less than half the people that buy the game, because the bots are so good, and a lot of people don't want to go online and be embarrassed playing against people they don't know or be sworn at, or you know how it is. So we give you a great way to play these games, because we have such good bots that give you a human-like game to play against these guys. If you don't want to go online, the game is every bit as good. You're losing nothing. Oh, this is cool. So this is the Nightshade, which is normally an invisible vehicle. But when it's in deployment mode, it actually becomes visible for a bit. And in this case, he's deploying, it looks like spider mines, is that correct? Oh, no, the slow field. Oh, yeah. So that's the one where bullets and everything has to slow down. Oh, you're too close to other mines, you silly man. So these are the deployables now. He's got four different kinds of deployables along the ground. And this one deploys this jelly surface. And so you notice when he flies through it, how everything goes really slow, and then it gets to the other side, and it goes really quick. So he can use this for protection, and he can also use this to trap people if you put it right near the node. All right, so people can Oh, look, the bot went through there, and now he can snipe him because he's moving really slowly. But move really slowly through there as well. People can play this here at the ESL. Say that again? Yeah, people can play Unreal Tournament 3. Here, at absolutely. Yes? Or at the Midway booth as well. So there are bots as well in there, so you can test them, or is it just against humans? No, I think we set up a 16-player LAN game here. All right, so people can go there, people can play. Absolutely. You've shown us a lot of things, and I'm quite sure that UT3 is going to be the savior of FPS, as it has always been called. Absolutely. It's going to be released at the end of 2007. At least that's your plan at the moment. Our plan is to bring it out in November. Okay. So, thank you. For Thank showing you very much. You have some signed posters. We can give them out right now. So anybody who is a UT fan, kann ich mal alle UT Fans hören? I can get a poster and shake your hand. How are we going to determine who gets one? Okay. I think the one closest to the front, right? Well, that's really mean. Yeah, it is. They're going to rush the stage.
World of Warcraft, Wrath of the Lich King, ist noch relativ neu für die meisten von euch wahrscheinlich, gibt noch nicht viel mehr als einen Trailer und viele Infos in dem Battle.net Forum, aber es gibt jemanden und der steht nur ungefähr 2 Meter Luftlinie hinter mir, der kann uns mehr dazu sagen und das ist niemand geringeres als Jeff Kaplan und ist Lead Designer of World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Kleine Runde Applaus für Jeff Kaplan. Come on, Jeff, please sit down. So, Lead Designer of World of Warcraft, Wrath of the Lich King. You're developing a game for around 8 million people. Please give us a little introduction of yourself and of your work at Blizzard Entertainment. Sure thing. I'm one of the lead game designers on World of Warcraft. We actually have two. The other one is Tom Chilton, and we share responsibilities. And we work with a great development team back in Irvine, California, Blizzard Entertainment. Lots of great artists and programmers and producers who help us out as well. It should be a lot of fun, I guess. Always nice weather and stuff. It's a ton of fun working on games. It's a lot of hard work. Most people think all you do is play games all day long. Well, we make games all day long. We get to play them at night when we go home. So, Wrath of the Lich King. I think that's a game everyone here in the audience is looking forward to. Can you tell us a little about of the overall progress? What are you working on at the moment? Well, we're working on finishing out all of the zones for Northrend. We want to make sure that they don't all look icy and snowy, so we're coming up with unique looks for all of the new zones. We're also working on the Death Knight, which is the new hero class, and we're going to have some PvP stuff too that we're working on. So a lot of people working on different parts of the game at once, and the progress is going really well so far. Okay, I think I have to go into detail there. You mentioned a few things, the Death Knight. Level capacity will be raised to 80. Yeah, we're going to 80 with this one. So there are going to be 10 more skill points. You have to introduce maybe some new talents, or what will you do to the talent tree? Will it be redesigned, or are you going to do just some additional stuff? It really depends on the class, but we will definitely add new skill points and talent points to the system. Some of the trees might look a little bit different when we're done with it, and we're also adding all new abilities for players for all the classes, not just the Death Knight, for level 70 to 80. That sounds interesting. And there's not only new talents, you will have inscriptioning too, a new profession, and it sounds pretty cool and like a little must-have for the players. How do you manage to maybe enhance the other professions or keep it on a balancing level? Well, we felt like we have professions in the game like blacksmithing and tailoring that let you create items, and then we have professions in the game that let you modify those items like jewel crafting and enchanting. So we wanted to find a unique niche for our new profession so that way players who chose that felt sort of special. So with inscription, basically it lets you modify your existing spells and abilities. That's nice. And the Death Knight, the hero class. It sounds pretty cool, but really strong. And it's a hero class, people expect it to be strong. So everyone is afraid of the Death Knight being the dominating figure in the game, I guess. So what are you doing balancing? How do you plan to manage the hero class, fit into the game, into raid groups, into group play, PvP, etc.? Well, it's going to be a challenge, but the most important thing for our players to remember is that the hero class doesn't mean that it's more powerful than all of the existing classes. The hero class refers to the fact that it's unlocked or earned at a high level. So we will definitely have to take all the existing classes into account as we balance the Death Knight and be very careful not to step on anybody's toes in the process. So, but I definitely have to be an experienced player to be able to handle the Death Knight. Yes, he's going to use a new unique resource system called the rune system, where he inscribes runes on his blades and that defines what abilities he can do in combat. So we felt like that mechanic would be really fun and dynamic, and we let the more experienced players interact with that. That sounds nice too. And then one last point, it's a PvP system. You added a lot of PvP, open PvP with Burning Crusade. Now with Northrend will be like siege weapons, I've read about it, and even more PvP zones. Or what do you think about PvP? And maybe you can tell us about the arena system too. Definitely. The new PvP system is going to be really cool. In Wrath of the Lich King, we're going to build a massive
outdoor exterior zone called Lake Wintergrass. So for players of World of Warcraft, it's roughly the size of Westfall. It'll have all sorts of objectives throughout the zone that players can bring catapults and ballistas and all sorts of fun siege weapons to, and then try to destroy the enemy's objectives there. So try to get some world PvP going. As far as the arena system goes, we're going to add another arena for Northrend. It'll be Northrend themed. And then we'll also do new arena systems with brand new arena rewards as well. Okay, you have a stand here, a booth here at the Games Convention in Leipzig. I've seen there are a lot of people waiting to play Wrath of the Lich King, but maybe some people haven't seen it so far. Tell a little bit about the booth. What am I able to do there? At the booth, you can actually go over and play StarCraft II, which is fully playable here at the show. With Wrath of the Lich King, you can play the entire zone of Howling Fjord. It's basically one of the first of two zones that you'll get to experience as a level 70 player who comes to Northrend. We have the full zone playable here with all of the quests. You can be Horde or Alliance, and then you can also play in one of our five-person instances, which is called Utgard Keep, and the full dungeon is playable here at the show. Okay, maybe I have one last little private question. How do you come up with all this stuff, these ideas? I mean, you're sitting at home in a dark room, like, I have to think of something new now. How do you do that? That part is easy because we have such a brilliant team, and the team members are really smart, and they come up with every... It's not one person's responsibility to come up with the ideas. So collectively, we sort of share ideas with each other, and then we have an amazing community who are always sharing their thoughts with us on what they think would be cool in the game. So we listen to them as well. About the arena system, because we're here at Giga 2 and ESL Inter Arena, we're mostly about esports. And I think Blizzard Games are famous in esports. StarCraft Wars, Warcraft 3 is the biggest RTS in esports. And the arena system was a step that was maybe not planned from the beginning on and when WoW was created, I don't know. But with the arena system, you added a few abilities. How did you come up with the idea that a massive online role-playing game could be an esports game? Well, first and foremost, we designed for WoW to have an immersive world that's just really fun. But when it came to the arena, it seemed to match with what esports was doing just very naturally. So we didn't design it specifically for esports, but we really love what esports are doing and want to embrace the professional gaming community. So the more we can do to provide mechanisms that sort of encourage competitive gameplay in a fair setting, we're really interested in that. We want to do everything we can to support that community. Okay, I think my colleagues are already preparing, so maybe have time for one really last question now. When we read the Battle.net forums, you're doing a lot of community work at the moment. You have built up a community with guys from every country, I guess, who are here for the community and writing posts, giving infos, even more like with our last game. So the connection to the community is really important to Blizzard, right? It's very important to us. I mean, we as developers only create the world. It's the players who make it the amazing experience that it is. So our community is the most important thing to us. The game really belongs to them more than anybody else. And we have an amazing community team, not only in the United States, but here in Europe and in Korea and China as well. So it's a very worldwide effort to make sure that we keep all of our 9 million subscribers feeling like they're part of the game, very close to Blizzard. That's nice to hear. So you have a few last shout-outs here to the audience. Why should they buy Wrath of the Lich King? Why should they be looking forward to the new game? I think you'll just find more of the game that you come to know and love, which is World of Warcraft, and hopefully you'll find the new expansion enabling you to do things that you weren't able to do before. I think it's going to be really fun. There's going to be something for everyone in there. Okay, so thank you, Jeff. I think we've come to an end now because the next show has to start. Ich gehe jetzt auch rüber zum Alex Marshall, der wartet da, glaube ich, eigentlich auch schon. Alex, grüß dich. Wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Ja, mir geht's auch sehr gut. Geht so, Deutschland hat gerade verloren. Das ist natürlich sehr bitter, muss ich sagen. Also in Counter-Strike und in Warcraft 3 ist hart. Ja, ist hart. Ist eine harte Pille. Nee, hartes Stück Brot, sage ich normalerweise. Wir sind jetzt bei Crysis angelangt. Wir können noch nicht ins Spiel selber reingehen, aber wir können natürlich ein paar Fakten darüber erzählen. Zuallererst,
Was bist du bei Crytek? Das ist ja die Firma, die Crysis entwickelt. Ich bin der Community Manager von Crytek. Das heißt, ich kümmere mich um die ganzen Fans da draußen, um die ganzen Fanseiten, um die Modding-Community natürlich auch. Ich betreue unsere offiziellen Homepages und bin natürlich hier auf Events präsent und zeigt natürlich Crysis. Ja, ich sehe gerade, wir haben die netten, jungen, starken Männer, die ich hier eigentlich verlangt habe, um die Vorhänge zuzuziehen, sind noch nicht am Start. Dementsprechend gucke ich einmal freundlich in die Kamera, in der Hoffnung, dass die Regie das sieht, um dann die netten, jungen Männer rauszuschicken, damit diese die Vorhänge zuziehen und alle Leute unter 18 rausschmeißen. Ja? Weiter geht's, und zwar in diesem Falle, Crysis ist ja mehr oder weniger euer zweiter Titel erst von Crytek. Erster Titel war Far Cry, Riesenerfolg, ja, 2004. Ja, 2004 kann man so sagen. Ja, ja, 2004 war richtig, ja, auf jeden Fall. Ja, war sozusagen euer erster Titel. Was für ein Feedback hattet ihr da daraufhin? Ich meine, ist ja schon etwas ungewöhnlich oder beziehungsweise selten, dass ein deutsches Entwicklerstudio solch einen Titel bringt. Dementsprechend, wie war da so das Feedback darauf? Ja, also es hat wirklich niemand damit gerechnet, großartig, dass ein deutsches Entwicklerstudio, wenn man ein deutsches sagen kann, also wir, unser Standpunkt ist zwar in Deutschland, aber wir haben Mitarbeiter aus 27 Nationen, von daher kann man das sagen. Gibt es überhaupt so viele? Es gibt sogar ein paar mehr. Ja, ja, auf jeden Fall ist es so, dass wirklich niemand großartig damit gerechnet hat, dass sowas aus Deutschland kommen könnte. Deswegen waren wir eher so der leichte Underdog in der Szene und haben uns dann wirklich mit Far Cry einen richtig guten Namen gemacht. Und jetzt erwarten die Leute natürlich noch was Besseres für Crysis. Ja, da ist der Druck hoch, möchte ich behaupten, beziehungsweise sehr stark. Das steht ja unter großem Druck. Crysis gibt es jetzt schon seit längerem unter anderem auf der CeBIT, was heißt, gibt es seit längerem, ist im Gespräch, ja, ist schon in aller Munde sozusagen. Und seit der CeBIT haben wir auch schon einige mehr Infos dazu bekommen. Auf der CeBIT selber hatten wir das erste Level, das Nanosuit-Level sozusagen. Und jetzt hast du was Neues mitgenommen, und zwar diese erste Singleplayer-Demo. Genau, also das ist ein Ausschnitt aus dem ersten Level von Crysis, aus der Singleplayer-Kampagne. Das wollen wir den Leuten hier ein bisschen zeigen. Man kann es natürlich auch selbst anspielen, wenn man möchte. Und ja, das soll so einen kleinen Einblick darauf werfen oder darauf geben, wie sich die ganze Story so spielt, wie sich Crysis selbst so spielt und wie das Ganze so funktioniert. So, als kleine Info für euch, falls ihr das selber mal spielen wollt, dazu gibt es nämlich auch eine Gelegenheit. Ihr habt nämlich mehrere Stände hier, unter anderem natürlich in der ESL Partner Area. Da gibt es einen großen Crysis-Stand mit einer Schlange, die in etwa bis nach Köln reicht. Und ihr habt aber auch noch andere Chancen, beziehungsweise ja, andere Möglichkeiten, das Spiel anzuspielen. Genau, also wir haben jetzt einmal hier am ESL Intel-Stand haben wir 16 Maschinen aufgebaut, wo die Leute spielen können. Dann haben wir natürlich am EA-Stand drüben in der 18er Area auch nochmal 8 Maschinen, wo man spielen kann. Und am Microsoft-Stand in der Halle 2 ist es, glaube ich, haben wir auch noch ein paar Rechner mit aufgestellt. Ich kriege gerade aufs Ohr gesagt, dass wir mal wieder gar keine Zeit haben. Dementsprechend hatte ich gestern einen sinnvollen Vorschlag. Wir hatten gestern schon die erste Präsentation. Und da wir alles gerne mal von der Singleplayer-Demo sehen wollen, habe ich mir gedacht, speichern wir das Spiel an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Und dementsprechend gehen wir da jetzt direkt wieder rein.
spielen. Genau, also wir haben jetzt einmal hier am ESL Interstand haben wir 16 Maschinen aufgebaut, wo die Leute spielen können. Dann haben wir natürlich am EA-Stand drüben in der 18er Area auch nochmal 8 Maschinen, wo man spielen kann. Und am Microsoft-Stand in der Halle 2 ist es, glaube ich, haben wir auch noch ein paar Rechner mit aufgestellt. Ich kriege gerade aufs Ohr gesagt, dass wir mal wieder gar keine Zeit haben. Dementsprechend hatte ich gestern einen sinnvollen Vorschlag. Wir hatten gestern schon die erste Präsentation. Und da wir alles gerne mal von der Singleplayer-Demo sehen wollen, habe ich mir gedacht, speichern wir das Spiel an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Und dementsprechend gehen wir da jetzt direkt wieder rein. Ich hoffe, das funktioniert. Hat funktioniert. Yeah, super. Das heißt also, ich halte jetzt ab sofort das Mikrofon für dich. Du musst uns einmal kurz erklären, wo sind wir nochmal genau? Okay, also hier ist jetzt praktisch der Anfang von dem ersten Level. Ich bin jetzt gerade hinter dem ersten Outpost von den Nordkoreanern. Den habe ich natürlich gestern schon gut platt gemacht. Ja, war Wahnsinn. Vergiss nicht, den God-Mode anzumachen. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht, sauber. Ja, und jetzt bin ich gerade auf dem Weg, meine Missionsziele weiter zu erfüllen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal zur Landing Zone. Wir waren, glaube ich, gestern an der Strandsektion. Das heißt, ich renne da mal schnell hin, weil wir da natürlich unsere ganz tollen Animals haben, die ich unbedingt nochmal zeigen muss. Ja, die musst du zeigen. War höchstwahrscheinlich dein Auftrag. Ist wirklich eine fantastische Grafik, wenn man sich das anschaut. Ist man aber auch schon gewohnt gewesen von Far Cry und wurde ja mehr oder weniger deswegen auch bekannt neben dem Gameplay. Ja, wir wollen halt mit der ganzen Grafik natürlich mit Crysis was richtig Neues, was richtig Tolles liefern. Wir wollen den ganzen noch eins oben drauf setzen. Das heißt, wir haben richtig viel für die ganze Grafik gemacht. Wir legen natürlich auch ziemlich viel Wert auf Gameplay und auf die Story. Das war so und die Story war so ein kleines bisschen das Manko von Far Cry damals, muss man leider eingestehen als Entwickler. Aber für Crysis haben wir uns ja richtig tolle Sachen einfallen lassen, aber deswegen, wir wollen da nicht so viel verraten, weil die Leute wirklich das selbst entdecken sollen. Und die Informationen über die Story selber, weil wir einfach so wenig Zeit haben hier und wir die gerne mit den Spielchen nutzen. Die Story selber wird aber auch an den Ständen, falls man sich dafür interessieren sollte, noch einmal kurz erklärt, oder? Ja, man kann natürlich auf der offiziellen Crysis Homepage www.nanosuit.com kann man nachschauen, kann man die komplette Story durchlesen, kriegt auch weitere Bilder und Fakten zum Spiel selbst. Und ich denke mal, jetzt spiele ich einfach mal eine Runde. Ja. Okay. Finde ich super. Da hast du jetzt einen Reifen in der Hand oder so? Nein, ein Engine-Motor. Jetzt habe ich gleich zwei Leute gemacht. Oh, fast. Steht natürlich wieder auf. Okay, der Leitsatz bei uns hier für die Demo ist, dass der Spieler eigentlich selbst die größte Waffe überhaupt ist. Weil egal welche Waffen man hat, man kann das Environment, also die Umgebung nutzen, man kann alle Gegenstände nutzen, man kann die Leute hochheben. Das heißt, selbst wenn ich keine Waffen mehr habe, habe ich die Möglichkeit, immer noch die Mission weiter fortzuführen, weil ich einfach so viele Eigenschaften durch den Nanosuit habe. Der gibt mir einfach so viele Möglichkeiten, wie ich dann das Spielgeschehen beeinflussen kann. Das heißt also, man ist sozusagen komplett frei beweglich in dem Level. Man kann eigentlich alles machen, was man will. Eigentlich kann man es machen, ja, wenn man möchte. Du könntest jetzt zum Beispiel auch eine Runde schwimmen gehen und mit den Fischen spielen. Naja, mit den Fischen spielen nicht unbedingt. Ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig, aber naja. Eine Runde schwimmen gehen können wir auf jeden Fall, ja. Eine Runde schwimmen gehen könntest du und die Krabbeltierchen da beobachten, zum Beispiel Jack oder Sebastian, ja, diese Krabben. Ja, ich glaube, die sind mittlerweile auf Urlaub schon, deswegen... Ja. Aber man sieht schon, es ist ein Shooter auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall, klar. Es ist ein Shooter, aber ein anderer Shooter. Also man hat wirklich die Möglichkeit, das Spiel so zu spielen, wie man wirklich selbst möchte. Das heißt, ich kann komplettes Stealth-Gameplay machen. Ich kann mich auch durch die Gegend ballern. Wirklich, ich kann wirklich alles machen, was ich möchte. Das ist halt... Palmen umballern hast du gerne mal früher gemacht. Habe ich öfter mal gesehen auf der CeBIT, um zu zeigen, wie die Bäume denn tatsächlich realistisch runterfallen. Fahrzeuge sehen wir da jetzt gerade auch, haben zwar deine Gegner. Interessant wird es natürlich, du kannst sie im Singleplayer auch selber fahren. Das jetzt vielleicht nicht mehr? Das nicht mehr, nein. Aber ich kann alle Fahrzeuge, die es hier gibt, kann ich fahren. Zum Beispiel auf das Boot da draußen, ja. Wenn ich den Gegner denn erwische. Muss ich mal ganz kurz. Laserpointer gibt zum Beispiel mehr Genauigkeit. Das heißt, ich kann die Gegner auf große Entfernung einfach besser treffen, wenn er nicht gerade abhaut. Ja, der bewegt sich, der Schweinehund. Ja. Ja. Ja, jetzt hast du ihn, glaube ich. Frage ist natürlich auch für viele, die jetzt hier in der ESL Intel Arena sind, gibt es da einen Multiplayer? Natürlich, auf jeden Fall. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt für uns, den Multiplayer-Part von Crysis gut auszubauen. Wir haben zwei verschiedene Modi. Einmal Instant Action, was sowas ähnliches wie Deathmatch ist, aber wir nennen es Instant Action, weil wir den Nanosuit natürlich im Multiplayer auch haben, was das Ganze natürlich interaktiver macht. Also man kann wirklich so spielen. Man kann schnelles Action-Gameplay haben, man kann jetzt aber auch so eine Art Splinter Cell haben, wo man wirklich durch die Gegend schleicht und sich von hinten irgendwie, ja, abknallt oder so, darf ich das jetzt mal so sagen, ja. Salopp. Also das ist alles möglich, deswegen nennen wir das Instant Action. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Action hier.
Ja, es sind verdammt viele und du stehst da relativ offen, muss ich ja, sagen. Ja, ich muss jetzt mal schnell Deckung suchen, sonst wird es ein bisschen sehr knapp für mich. Jawohl. Hast du schön umgebratzt. Kleiner Trick. Sehen wir, dass wir auch das Auto fahren können? Genau, also ich kann die verschiedenen Sitzplätze wählen, kann natürlich auch hier auf die Mounted Weapon wechseln, habe natürlich dann einen großen Vorteil gegenüber den einzelnen Leuten, die da hier draußen rum. Ah, da ist noch einer übrig. Zack, erwischt. Okay, das heißt, ich kann jetzt, der Weg ist frei und ich kann jetzt endlich weiter. Du bist über den einen Kerl gefahren. Passiert. Ja. Kann man nichts machen. Das tut mir tatsächlich leid. Also, obwohl das Fahrzeug jetzt hier einen Reifen verloren hat, kann ich es immer noch fahren. Ja, ein bisschen schwer, wie man gerade gesehen hat. Ja, ein bisschen schwer. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Also man muss da schon eine Palme umgeholzt aus Versehen. Passiert auch. Okay, die Jeeps haben eine richtige Schwachstelle. Und zwar hinten an der Rückseite sieht man einen kleinen Benzinkanister. Und sobald man darauf schießt, fängt der Feuer und ja, dann explodiert natürlich das ganze Auto. Ah, da. Ratzt du mal richtig schön in die Hütte rein. Da wolltest du den anderen Wagen nehmen. Also man sieht, es ist wirklich alles sehr realistisch auch, wie das da zerbeult ist. Also ich meine, ich bin noch nie mit dem Auto irgendwie auf irgendein Dach gesprungen oder sowas oder gefahren, aber... Wir auch nicht. Wir können ich hoffe, vermuten. Es sieht so aus. Und ich komme genauso raus wie der Kerl da. Ja? Und wir sind raus aus dem Spiel, deswegen vielleicht für all diejenigen, die sich tatsächlich noch interessieren. Alex, wo kann man sich darüber informieren? Du hast eben schon angesprochen, ihr habt eine offizielle Fan-Homepage, das ist nanosuit.com. Genau, also das ist die richtige offizielle Homepage zu dem Spiel und dann gibt es natürlich www.crytek.com, die offizielle Homepage vom Entwickler und EA.com natürlich, die Homepage vom Publisher und da gibt es zahlreiche Informationen zu dem Spiel, über das Spiel, Singleplayer, Multiplayer, Videos, Screenshots, alles Mögliche. Jetzt natürlich die große Frage, Singleplayer-Demo, gibt es die zum Downloaden? Nein, im Moment noch nicht. Also es gibt auf jeden Fall eine Demo zu Crysis. Wann genau die kommt, wissen wir aber noch nicht. Wir arbeiten daran. Ja, und dann noch eine andere letzte Frage. Release Date? 16. November dieses Jahr. 16. November dieses Jahr. Auf jeden Fall sehr gut merken. Das war's jetzt erstmal hier mit der Games Convention. Wir kommen, glaube ich, gleich wieder. Und zwar dann mit dem Intel Friday Night Game. Das erste, der Season Nummer 11. Das war erstmal Crysis auch unter anderem mit Alex. Riesenapplaus nochmal für Alex. Riesenapplaus, Dankeschön. Wir sehen uns gleich. Intel Friday Night Game. Bleibt dran.